Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauer. Hallo zu Hause. Wie ist das mit Sex im Alter, liebe Zuschauer? Dankeschön. Wird's eher ruhig oder fängt's dann erst so richtig an, das ausgefüllte Liebesleben? Besserer Sex im besten Alter, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Immer noch sowas wie ein Tabuthema, deshalb umso wichtiger, dass wir heute darüber reden. Und bei uns unter anderem Horst Jansson. Herzlich willkommen. Seit über 30 Jahren sind Sie mit Ihrer Frau Hella glücklich verheiratet. Und auch was Ihr Liebesleben anbelangt, führen Sie eine überaus erfüllte Beziehung. Es sind die kleinen Zärtlichkeiten und liebevollen Gesten, die in Ihrer Ehe eine weitaus größere Bedeutung eingenommen haben als früher. Herzlich willkommen, Schauspieler Horst Jansson. Danke. Inge Rinkhoff. Sie leben derzeit zwar in keiner festen Partnerschaft, Sex und Erotik holen Sie sich aber trotzdem, und zwar gerne unverbindlich bei jüngeren, attraktiven Männern am weißen Sandstrand unter spanischer Sonne. Ich begrüße die von Stuttgart nach Marbella ausgewanderte Immobilienmaklerin Inge Rinkhoff. Herzlich willkommen. Hingegen spielt Sex in Ihrem Leben, Britta Zangen, schon seit vielen Jahren eine völlig untergeordnete Rolle. Sie lebten 38 Jahre in Partnerschaften, haben sich aber ganz bewusst für Single-Leben entschieden und sagen, ich bin auch ohne Mann glücklich und vermisse überhaupt nichts, auch nicht den Sex. Ich begrüße die Literaturwissenschaftlerin Britta Zangen. Schönen guten Abend. Dass die Fantasie auch jenseits der 60 nicht abnehmen muss, dafür sind Sie, Ingrid von Hoff-Nagel und Hans-Joachim Nagel, der beste Beweis. Damit sich bei Ihnen keine Langeweile einschleicht, erweitern Sie ständig Ihren Erotikhorizont. Wie Sie es schaffen, dass bei Ihnen der Sex auch nach fast 30 Jahren noch nicht in Rente geht, wir sind gespannt auf Ingrid und Hans-Joachim Nagel. Sex ist doch ganz klar Privileg der Jugend. Bei Ihrer Aussage, Henrik M. Broder, schwingt auch ein klein wenig Wehmut mit. Als Publizist schreiben Sie liebend gerne über die schönste Nebensache der Welt. Doch in der Praxis hat sich in Ihrem Liebesleben vielleicht sowas wie Gemütlichkeit eingeschlichen. Herzlich willkommen, Henrik M. Broder. Wie schwer es den meisten Paaren immer noch fällt, offen über Probleme beim Sex zu reden, das erleben Sie täglich in Ihrer Beziehungspraxis und Beratungspraxis an Marlene Henning. Warum Männer unter den Wechseljahren deutlich mehr leiden als Frauen und warum die Lustkurve gerade im fortgeschrittenen Alter wieder steil nach oben gehen kann, das erfahren wir heute Abend von Sexualtherapeutin an Marlene Henning. Schönen guten Abend. Das mit der Gemütlichkeit stimmt so nicht? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber wahrscheinlich hat das jemand von Ihnen aus irgendeinem Archiv geholt. Vermutlich Ihr Sonderberichterstatter, der in den Keller des Südwestrundfunks steigen durfte. Was ich aber spannend fand, unmittelbar bevor diese Sendung begann, haben Sie gesagt, das ist ein Mädchenthema. Sex ist ein Mädchenthema. Ja, warum ist das so? Weil Männer reden über Autos, Fußball, Sport und was sie gerne tun würden. Aber Sie reden nicht über Sex. Gibt es nicht. Ah, würden Sie es auch so sehen, Herr Jansson? Ja, das kann ich unterstreichen. Die Männer reden nicht so viel über Sex. Also sie reden über Sex vielleicht mal so, erzählen mal ein paar schmutzige Witze oder irgend sowas. Weil sie auch nichts zu sagen haben. Ja. Wenn ihr Leben so auf dem Eisschrankniveau angekommen sind, können sie nicht über Hitzewallungen erzählen. Wir reden ja jetzt über den besseren Sex im besten Alter. Was ist denn das beste Alter? Sind Sie mittendrin oder drüber weg? Nein, also wenn ich grundsätzlich widersprechen darf, Alter ist was Schreckliches. Ich glaube, Imre Kertész hat mal gesagt, Alter ist Massaker. Und wissen Sie, wenn Leute behaupten, dass sie im Alter sich viel besser fühlen als in der Jugend, dann machen sie sich was vor oder sie haben den falschen Therapeuten. Ja, aber alt werden ist eine schreckliche Geschichte. Es ist aber die einzige Alternative zum Tod. Das bitte? Ist das Problem. Es ist die einzige Alternative zum Tod. Na, und ich glaube, eine gute, oder? Die Alternative zum erfüllten Alter wäre jung sterben. Das würde keinen empfehlen. Ich würde gerne 30 sein, oder? Ich würde wahnsinnig gerne noch mal 30. Ja. Weiß ich, welche Bücher ich damals hätte lesen sollen. Sie auch, Frau Rinkhoff? Würden Sie auch gerne noch mal 30 sein? Klar. So. Halb, halb. Halb, halb. Also, würden Sie denn sagen, das Alter ist ein Massaker, so wie Herr Broder das gerade formuliert hat? Das würde ich jetzt nicht sagen im Moment. Nein.
Nee, sieht auch nicht so aus, oder? Naja, warten Sie noch ein paar Wochen ab. Frau Zangen, wird Sex im besten Alter oder überhaupt? Von Wochen? Kleinen Moment. Wird Sex, Frau Zangen, wird das überschätzt, das Thema? Na, nicht, wenn man jung ist, aber in meinem Alter ja, natürlich. Da gibt es viel Wichtigeres, viel Schöneres, viel Interessanteres, natürlich. Ist das so, Frau Nagel? Definitiv nicht. Das kann ich nicht unterstreichen. Also ich denke mal, wir erleben einen wunderbaren Sex und wir genießen ihn total. Wurden Sie eigentlich prüde oder offen erzogen? Eher prüde? Ja. Fällt Ihnen das dann so leicht, Herr Nagel, über das Thema hier so zu reden? Ich habe da eigentlich kein Problem damit. Mhm. Ja, aber mir ging das nicht anders. Bei uns zu Hause war das Thema Sexualität de facto tabu. Wir haben zwar wir waren zu Hause vier Kinder, aber das kam eigentlich nicht zur Sprache. Die waren alle adoptiert. Ja. Adoptiert. Frau Henning, dass Sie in 20 Jahren noch genauso einen ausgefüllten Sex haben wie heute? Dafür? Ja. Oder spricht mehr dagegen? Da spricht was dafür, glaube ich. Ich merke es mich jetzt schon, ich bin 50. Mhm. Und ich merke, dass es mich immer weniger interessiert, was andere meinen und denken. Und dass ich mich nicht so beuteln lasse von Medien oder wie ich auszusehen habe, was ich können sollen muss und sowas. So ähnlich wie, ach nee, jetzt mache ich, was ich will. Und dann wird es spannender. Auf jeden Fall haben Sie einen sehr entspannten Umgang mit Sex und haben auch eine Reihe im SWR, Make Love. Da reden Sie auch sehr entspannt mit älteren Menschen über ihr Sexualleben. Ich bin jetzt 78 und war letzten Sommer bei meiner Frauenärztin, die ich seit 1978 kenne, länger als mein Mann. Und der sagt, Sie haben keine trockene Scheide. Nee. Die Ärztin. Nee. Genau. Du hast auch Sex, keine. Oder? Ja. Spitzenmäßig. Verändert sich denn überhaupt nichts im Alter? Die Gelassenheit ist größer. Es ist vom Empfinden mehr geworden. Ja. Ich sehe es eigentlich als Vorteil drin. Ich brauche jetzt länger. Aber es hat sich bisher noch niemand darüber beschwert. Nee. Mit 18, 19, da hat man die Schlafzimmertür noch nicht in der Hand gehabt, da war man schon fertig. Also dass man länger braucht? Hat man schnell nachladen können. Das dauert heute den Tag länger. Nachladen dauert länger. So ist einfach das, so. Das, aber dafür ist das, ist der Knall ist ein bisschen lauter. Ja, an Marlene Henning, Make Love. Ist das auch der Weg, dass man durch eine offene Sprache auch Kreativität, auch sexuelle Kreativität entfalten kann, Frau Henning? Ist die Sprache wichtig, die man findet? Ja, auch. Aber ich höre ja genauso oft, zerrede doch nicht alles. Ja, ja. Das ist ja klar, dass es auch mit Spüren zu tun hat und Klappe halten. Ja, aber was ist die Sensation bei diesen Elternherrschaften? Was ist die Sensation? Schauen Sie, entschuldigen Sie, ich unterbreche. Ja, aber ich bin älter, ich darf das. Ich zahle es auch heim im Laufe der Sendung. Ja, ich freue mich darauf. Schauen Sie, das sind alles Leute, die noch älter sind als ich. Ja? 70 plus, das ist schon eine Leistung. Sie würden sich als normaler, gesunder Mensch mit 60 nicht zur Tour de France anmelden, nicht wahr? Normal. Da haben Sie ein kleines Dreirad, Sie radeln gemütlich um den Schrebergarten herum und kommen außer Puste an. Also machen die Leute das. Das ist wirklich der Exhibitionismus, der eigentlich die Sexualität killt. Die Gesellschaft teilt sich heute, ich sage das in vollem Bewusstsein als begeisterter RTL-Zuschauer, die Gesellschaft teilt sich heute in zwei Gruppen auf. Die Exhibitionisten und die Voyeure. Sie sind beide die Exhibitionisten und ich bin heute der Voyeur. Und das ist alles. Na. Wir werden sehen, wie sich die Rollen heute verteilen. Wir haben auf jeden Fall keine klar verteilten Rollen, was wir heute machen wollen. Und darauf freuen wir uns, Sie alle kennenzulernen. In Ihren Haltungen, in Ihren Erfahrungen zu diesem Thema. Und da bin ich gespannt. Sollen wir auch die Hose runterlassen? Nein, also ich hoffe zumindest nicht bildlich. Aber deswegen sind wir gespannt auf jeden Lebenslauf. Zum Beispiel auch auf Ihren, Herr Jansson. Sie sind wie lange jetzt verheiratet? 34 Jahre. 34 Jahre. Mhm. Was finden Sie, Ihre Frau ist auch im Publikum, was finden Sie an ihr anziehend, erotisch, spannend? Gott, das ist ganz einfach gesagt, in einem ganz einfachen Satz. Ich liebe meine Frau.
Und die habe ich vor 34 oder schon länger. Wir kannten uns vorher schon 7 Jahre, also fast 40 Jahre, haben wir uns kennengelernt und haben uns ineinander verliebt. Und das hat angehalten. Und das ist natürlich ein glücklicher Zufall. Das passiert nicht jedem. Aber wenn es passiert, ist es natürlich sehr schön. Und das, wir genießen das heute genauso, wie wir das vor 34 Jahren. Aber nicht mehr so oft wie früher vielleicht. Aber das willst du doch erstmal gerne hören hier, denke ich. Ne? Also das muss man ja mal sagen. Ja. Sie haben jetzt gesagt, nicht so oft, so im letzten Halbsatz. Was hat sich denn verändert? Also die Sexualität ist nicht mehr so im Vordergrund wie bei jungen Leuten. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Das bringt auch der Abbau des Körpers mit sich, dass man also im fortgeschrittenen oder im hohen Alter, ich kann ja schon sagen, ich bin im hohen Alter, da nicht mehr so aktiv ist. Aber es ist... wir haben ein nach wie vor erfülltes Sexualleben und das muss nicht zweimal die Woche sein. Es kann auch nur einmal die Woche sein oder vielleicht auch mal eine Woche auslassen oder so. Und mit dem Nachladen ist es auch nicht mehr so einfach, das ist schon richtig. Aber dafür gibt es andere Dinge. Da gibt es Zärtlichkeit und Kuscheln. Ja? Ist das mehr geworden, würden Sie das sagen, dass diese kleinen Gesten irgendwie wichtiger geworden sind? Ja, die waren schon immer bei uns sehr ausgeprägt, aber sie sind... nach wie vor da und alleine, wir schlafen nach wie vor in einem Bett, wenn ich es sagen darf. Und wenn einer nicht da ist, dann schläft der andere nicht richtig. Also wir haben dieses Gefühl, zusammenzugehören, das ist einfach schön. Dafür bin ich auch jeden Tag dankbar. Insofern, wenn ich das noch sagen darf, bin ich vielleicht in den Augen von Herrn Broder ein ganz langweiliger Typ. Oder in Ihren Augen, der vieles auslässt oder so. Ja, wir sind ja noch ein paar Tage, haben ja noch ein paar Tage weniger. Ah ja, das ist ja ein Alter, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Und ein sehr zufriedener, langweiliger. Ja, das sieht doch so aus. Das ist ja was anderes. Wir haben zwei Töchter, mit denen wir auch sehr zufrieden sind. Also, gehört toi, toi, toi. Für Sie denn Liebe und Sexualität, weil Sie das ja auch so betonen, ne? Das merkt man, Sie haben von Einheit gesprochen und so weiter. Ja. Gehört das für Sie zusammen? Für mich gehört es zusammen, ja. Also ich meine, ich hatte natürlich in meiner Jugend auch Sex mit Frauen, in die ich nicht verliebt war. Also das hat sich so ergeben. Sie wissen, ich kenne die One-Night-Stands, die ist natürlich auch damals schon passiert. Und das war auch zum Teil sehr aufregend und toll. Aber das ist natürlich am nächsten Tag wieder verflogen und war dann wieder weg. Also es ist nichts von Dauer gewesen. Ist denn auch mit Filmpartnerinnen was gelaufen? Also das ist eine meiner Prinzipien gewesen. Ich hatte anfangs natürlich mit meinen Partnerinnen ein paar, zumal ich also in meiner frühen Karriere ein paar sehr, sehr hübsche Damen als Partnerin hatte. Und ich hatte natürlich da was angefangen und so. Das änderte jedes Mal im Chaos und in großen Problemen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, das lässt du mal. Ja? Also ich habe viele hübsche Frauen auf der Welt. Ich brauche keine Schauspielerin oder Kollegin, mit der ich arbeite. Also das habe ich auch sehr erfolgreich, muss ich sagen, die ganzen Jahre praktiziert. Wenn Sie von Erfolg sprechen, dann sollten wir auch Ihre Bilder, Ihre Karriere in einigen Bildern zumindest noch mal nachvollziehen. Horst Jansson. Schwester Theresa hat gerade gesagt, Sie wären schon weg. Wenn Schwester Theresa das gesagt hat, dann wird es wohl stimmen. Immer wenn ich Sie sehe, haben Sie es eilig. Wieso? Zufall. Ich falle Ihnen auf den Wecker. Das haben Sie gesagt. Und Sie denken es. Pass gut auf, Bruderherz. Hier kommen 78 Kilo. Konntest du doch nicht wissen, Dora. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Horst Jansson. Ich glaube, die 78 oder 79 Kilo, die sind aber immer noch, oder? Nein, das sind keine 78 Kilo mehr, leider nicht. Ich habe immer mit dem Gewicht zu kämpfen, aber nicht gegen das Übergewicht, sondern dass ich zu dünn bin. Ich war jetzt ein bisschen krank und habe ich gleich wieder 2 Kilo abgenommen und die versuchen wir jetzt wieder drauf zu schaffen. Also ich habe nur noch so 72 Kilo mehr.
Wenn Sie Sex haben, verabreden Sie das irgendwie? Es gibt ja, soll so Paare geben, die sagen immer freitags oder so. Oder ergibt sich das? Ja, ich habe das vor kurzem auch mal gelesen in der Zeitung. Man sollte sich immer zwei, dreimal die Woche oder je nachdem, je nach Bedürfnissen verabreden um 17 Uhr oder was. Bereit sein, frisch geduscht im Bett, Sex oder auch irgendwo im Fahrstuhl. Das ist der Gipfel der Romantik, so eine Fahrt. Sie schütteln auch den Kopf, Freunde, bei sowas. Ja. Wobei, nein, also das gibt es natürlich nicht. Dran ist, weil Sie sagten ja, man hat nicht mehr so oft, der Körper ist alt und so. Und da muss ich ja schon so ein bisschen widersprechen, weil das ist eher die Beziehungslänge, die das ändert. Weil wenn man Leute, frisch Verliebte fragt, 60-Jährige oder 70-Jährige, haben die viel Sex oft. Also statistisch ja, das kann ja sein. Öfter ja, als Singles. Ja. Also das ist nicht nur das Alter. Als ich 60 war, habe ich auch, da gab es bei mir auch noch mehr. Das, so, ja, das meine ich nur. Aber mittlerweile bin ich noch ein bisschen älter. Wenn Sie die Beziehungslänge, ansprechen, heißt das auch, man sollte sich immer was Neues einfallen lassen? Ja, oder? Das wird dann nämlich wichtig. Wenn, genau, aber... Ist das für Sie wichtig? Ich denke mal, was Neues. Genau. Ja, nein. Nicht was Neues, sondern diese Achtsamkeit oder den anderen noch wahrnehmen, spezifisch einfach noch mal bemerken jeden Tag und anfassen. Ja, Sie sprechen einfach, das. Haben Sie ja, schon genau. erklärt. Ja, ja, das bin ich völlig bei Ihnen. Warum antworten Sie an seiner Stadt? Weil ich einmal unterbrechen wollte. Also, ja. Oder darf ich jetzt auch mal unterbrechen und fragen, was da nach 30 Jahren noch immer was Neues kommen soll? Nein. Also, ich hab auch neulich gesagt, ich habe immer schon mal, wollte ich mal Sex im Fahrstuhl haben. Das ist mir nie gelungen, weil ich mich immer nicht traue, diesen Fahrstuhl anzuhalten, wenn ich gerade mit meiner Frau ins Hotelzimmer. Das geht leider. Das funktioniert nicht. Also. Aber ich sehe das oft im Fernsehen, bewundere das immer, wie die das so schnell hinkriegen. Und Sie sind heute wieder im Hotel, will ich nur sagen. Ich war da sind Sie. Das Dumme ist, wir wohnen im zweiten Stock. Das ist nicht so. Hoch und runter. Ja, aber Sie früher gab es ja in den Aufzügen noch immer diesen Nothalteknopf. Mhm. Ja. Das ist richtig. Zwischen den Stockwerken. Ja. Weiß ich nicht. Also früher bei den Älteren gab es noch immer den roten Nothalteknopf. Ja, genau. Herr Jansson, würden Sie denn sagen, dass vielleicht die Qualität dann ist, immer was Neues ist nach 30 Jahren vielleicht wirklich schwer, aber dass man sich so kennt, dass man sich wirklich fallen lassen kann, vertrauen kann, ist es ja, das? Ja, ja, das völlige Vertrauen des Partners, also der Partner zueinander, das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Das gibt es auch keine Tabus in dem Sinne und man geniert sich nicht vor irgendetwas, wie das bei neuen Beziehungen, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, so gewesen sein kann. Aber man ist sich halt, man ist offen. Dann hoffen wir einfach, dass Sie die Zeit lange weiter genießen, ob im Fahrstuhl oder anderswo. Horst Jansson. Bevor wir Sie gleich noch näher kennenlernen, erstmal eine Frage. Wenn wir jetzt über Sexualität im besten Alter sprechen, haben Sie da Erkenntnis darüber, ob das für Frauen und Männer gleich wichtig ist? Ich glaube, das gleicht sich so ein bisschen an, wenn es vorher Unterschiede gab, weil es gibt ja auch immer Ausnahmen, aber oft höre ich, die Männer haben in der Jugend mehr Lust und die Frauen nicht, auch wenn Kinder da sind, Karrieren gemacht werden oder Frau hat drei Sachen gleichzeitig, Karriere, Kinder und Haushalt oder was alles ist, da verlieren Frauen oft die Lust und dann geht es Richtung Wechseljahre auch des Mannes und dann habe ich lustlose Männer in der Praxis und Frauen, die mehr wollen, als sie bekommen können zu Hause. Ich glaube, diese Wechseljahre für Männer sind noch gar nicht so im Bewusstsein. Wann tritt das Problem so richtig auf? Naja, also dass ein Mann jetzt einen Unterschied spürt zu früher, das kann schon Mitte 40 sein. Und andere merken das mit 60 oder gar nicht. Aber so 50, um die 50, da geht was los. Also das Testosteron ist dann so gefallen, dass das Stehvermögen wackelig wird und das merkt man irgendwann und dann spannt man noch mehr an, dann wird es noch schlimmer und dann eigentlich die gleichen Symptome wie die Frauen auch haben die Männer dann. Also schlafen schlecht und unter Umständen Hitzewallungen und auch oft so eine Krise. Also es fühlt sich so an, wie das alles ist vorbei jetzt. Es gibt tief. Ja,
Ich habe immer darauf gewartet und dachte, das ist doch interessant, das muss doch irgendwann mal jetzt kommen. Ah, aber ich habe nichts festgestellt. Und jetzt habe ich ja schon gehört, Sie haben Sex, oder? Also ja, das habe ich ja gerade gehört, weil damit scheint es ja auch zusammenzuhängen, dass man noch use it or lose it. Also man nutzt den Körper noch. Ja, you break it, you pay it, wäre der andere Spruch an der Stelle, nicht? Ja, das wohl auch in diesem Sinne war. Ja. Also, ja. Ja, und wenn wir jetzt mal bei Klischees bleiben, also ich glaube, Wechseljahre hat man immer so der Frau klassisch zugeordnet. Ich denke, es gibt auch noch so andere Eigenschaften, Qualitäten, die man Frauen und Männern zuordnet. Also Frauen, heißt es immer, investieren immer Gefühl, sind offener für Zärtlichkeiten. Und Männer, für die ist Sex immer miteinander schlafen, auf jeden Fall. Ja. Ist das so? Entspricht das Ihren Beobachtungen, Ihren Erkenntnissen oder ist das ein Klischee? Nein, das ist ein Klischee. Mhm. Und vor allem auch je älter der Mann wird, auch das gleicht sich aus. Also das hat mit dem Östrogen zu tun, der Frauen sich immer kümmern wollen, reden wollen und das Testosteron, Sex haben wollen, ein Drive. Beide Geschlechter haben beide Hormone, aber in unterschiedlicher Ausprägung und das kommt sich immer näher. Die Männer werden östrogeniger und die Frauen testosteroniger. Die Männer wollen kuscheln. Also wenn Sie können ganz einfach erkennen, wann ein Mann in die Wechseljahre kommt. Das ist doch kein großes Geheimnis. Wenn er sich einen Porsche kauft in der Lederjahre, dann ist er nicht in den Wechseljahren. Das ist kein Geheimnis. Und weil wir über Klischees reden. Er sagt, es ist ein neues Klischee. Ist wieder ein Klischee. Das ist überhaupt nicht neu. Überhaupt nicht neu. Das ist ein altes Klischee. Ja, nein, ein altes Klischee, aber so alt wie der Mann. Es gilt immer noch. Und im Übrigen sind wir alle ein lebendes Klischee, auch dieser Runde. Ich habe mich ja auf dieser Runde gut vorbereitet. Ich war vor ein paar Tagen zum ersten Mal seit langem wieder in einem Sexshop in Berlin. Oh ja. Übrigens sehr schön gemacht, nicht so wie früher dieser schmuddeligen Sexshop mit Pastellfarben. Nur Verkäuferinnen als Frauen. Also da hat sich in aller Stille auch eine Revolution vollzogen. Und ich war völlig baff, was da alles rumliegt. Also wir reden hier über Gefühle. Dieser Sexshop ist wie ein Baumarkt, wie ein Handwerkerladen. Es ist unfassbar. Ja. Ich will ja niemandem nahe treten. Sie können sich so viel exhibitionieren, wie Sie wollen. Ich vertrete hier die Partei der Voyeure. Aber es hat sich was verzogen, hat vertan, was verlagert. Früher waren solche Runden mit 16-Jährigen und die redeten alle über mein erstes Mal. Mhm. Nicht? Und heute sitzen die 60-Jährigen hier und reden über mein letztes Mal. Ja, das ist auch alles eine Marktfrage. Es müssen ständig neue Marktsegmente entdeckt werden. Früher waren es die Kindermütter, die mit 16 schon in der dritten Schwangerschaft waren. Und heute sind es Leute, die sagen, ja, es wird immer toller, je älter ich werde. Lüge, Lüge, Lüge. Nichts wird toller, je älter man wird. Naja, aber es geht auch darum, dass wenn man informiert, das ist nämlich etwas, was ich sehr oft tue, ich unterrichte richtig. Es geht darum, dass Leute viel nicht wissen über ihren eigenen Körper und darunter leiden, sehr lange, sehr viel und dann nicht eine tolle Partnerschaft haben. Und auch nicht. Entschuldigen Sie, wir schreiben das Jahr, was haben wir für ein Jahr? Ja. 2015. Und wir wissen alles. Ja. 2015. Die Sexrevolte hat angefangen, da war ich glaube ich 17, 18, war wunderbar. Und ich erinnere mich an den ersten Aufklärungsfilm, der in der Bundesrepublik hergestellt wurde. Der hieß Helga und kam 1967 oder 68 auf den Markt. Ja. Und da wurde schon über alles geredet, es wurde den Leuten erklärt, wie der Körper funktioniert. Es kann doch nicht sein, dass in 60 Jahren die Leute nichts begriffen haben. Das finde ich auch, es kann nicht sein, aber es ist so. Nein, es kann nicht so sein. Ja. Die Leute wissen wunderbar, ob sie im Mediamarkt oder bei Promedia einkaufen. Sie wissen genau, wo der Flachbildschirm 30 Euro billiger ist. Und das können sie alles genau recherchieren. Sie wissen aber nicht, wo sie lernen können, einen Orgasmus zu bekommen und wollen das vielleicht gerne. Wer hat sich die Menschheit dann bis jetzt entwickelt, wenn die Leute das nicht wissen? Ja, das ist eine andere Frage. Haben sich alle künstlich vermehrt, wie die Qualen? Frauen oder wissen es zum Teil nicht. Und Männer können die nicht stoppen, wenn sie wollen. Das ist interessant, dass Sie die Quallen ansprechen. Denn von Ihnen gibt es ein Zitat darüber, wie Sie aufgeklärt wurden. Und da haben Sie formuliert, das ist jetzt aus einer Publikation, ganz sicher. Wer etwas über den Zusammenhang von früher war alles besser übrigens, das ist die Publikation. Ich bin froh, wer etwas über den Zusammenhang von Geschlechtsverkehr und Fortpflanzung erfahren wollte, war auf die wenigen Aufklärungsbücher angewiesen, die sich vor allem mit dem Paarungsverhalten von Bienen, Barschen und Quallen beschäftigen. Ja.
Das war Ihre Basisliteratur? Nein, meine Basisliteratur war eine ganz andere. Ich war jede Woche einmal in einem, zweimal in einem Kölner Antiquariat. Und es war absolut aufregend. Nicht so wie heute, verstehen Sie? Sie machen das Radio morgens um 8 an. Da ist Harry und seine Morgencrew. Und sie reden über den fröhlichen Analverkehr morgens um 8. Da mag man doch gar nicht in den Tag treten, wenn er so angefangen hat. Ich war damals im Antiquariat und ich habe mit zitternden Fingern und mit Hitzewallungen wunderbare Literatur in dem Antiquariat gelesen. Fanny Hill und Lady Chatterley und Lolita und natürlich dieses wunderbare Standardwerk, das ich heute noch jedem empfehlen kann, Die vollkommene Ehe von Theodor Hendrik van der Velde, bis heute unerreicht. Und so haben wir uns in der Reformation geholt und ich kann nur sagen, das war viel aufregender als alles, was heute so auf dem freien Markt gehandelt wird, bei RTL, RTL 2, beim Südwestrundfunk und überall woanders auch. Sie nicken zu. Ohne dass wir jetzt Senderkritik betreiben, wir sind ja hier, um ein Thema zu besprechen, Herr Broder, komme ich jetzt mal zu Ihnen. Wenn Herr Broder gesagt hat, früher haben jüngere Leute über das erste Mal geredet, heute reden ältere Leute wieder über Sex, haben Sie den Eindruck, es gab 68 die sexuelle Revolution, die Leute, die damals 18, 20 waren, sind heute 65, dass die Generation das jetzt noch mal im Alter noch mal nachvollzieht, also dass es jetzt quasi die fortgesetzte sexuelle Revolution im Alter gibt? Ja, sagen wir mal so, das ist bei den Älteren schon wieder ein Thema geworden. Mhm. Ja? Also bei uns auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall heute den besseren Sex als früher, weil unsere drei Kinder aus dem Haus sind und wir einfach viel mehr Zeit, viel mehr Raum haben für unsere Sexualität. Es ist einfach nur ein Traum. Fangen wir noch mal ein bisschen ruhiger geworden. Ja, fangen wir noch mal ein bisschen früher an. Sie kennen sich seit wie vielen Jahren? 34 Jahren. Das, was ich weiß, ist, dass Sie schon mal verheiratet waren und er war der Alleinunterhalter bei Ihrer Hochzeitsparty. So ist es. Also, das muss man sich mal vorstellen. Das war aber schlechtes Timing, oder? Sie haben sich verliebt in eine Frau, die gerade Hochzeit. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nichts von einer bevorstehenden Hochzeit. Ja, okay. Aber als Alleinunterhalter. Ich habe mir dann aber schon gedacht, dumm gelaufen. Aber Sie haben dran gearbeitet. Ja, unbedingt. Und Ihre Ehe hat dann 3 Jahre gehalten und danach hat er gleich die Chance genutzt. Und nein, 10 Jahre. 10 Jahre, okay. In erster Ehe war ich 10 Jahre verheiratet, genau. Und dann hat er aber die Chance genutzt, als es vorbei war und hat nochmal gestartet. So ist es. Ja? Nochmal durchgestartet. Sehr lange, ja. Und das erste Mal, da will ich jetzt trotzdem dranbleiben an dem Thema. Bitte. Wir haben damals in Frankfurt gewohnt. Nach einem Konzert von Richard Kleidermann. Mhm. Und da waren Sie gleich in dieser elegischen Balladbuch Adeline. Das war einfach die Atmosphäre, die uns sehr nahe gebracht hat. Was wäre passiert, wenn Sie André Rieu gehört? Das wissen wir nicht. Ich schätze das selber. Können wir nicht sagen. War denn Ihre Sexualität, so wie Sie sie erlebt haben, eher zärtlich von Anfang an oder eher leidenschaftlich? Oder beides? Beides. Beides? Auf jeden Fall beides, ja. Und jetzt sagen Sie, die Kinder sind aus dem Haus und es ist noch mal anders geworden. Warum? Weil Sie... Ja, früher war das ja so, bei 3 Kindern, Beruf, Haushalt, Kindererziehung, also die Sache kam eigentlich im Grunde genommen zu kurz. Ja. Man war auch wahrscheinlich nicht so ungestört, oder? Keine Spontanität, das war einfach zwischen Tür und Angel nicht befriedigend. Ja, und dann, als die Kinder aus dem Haus... Dann haben wir Gas gegeben. Ja, dann beschreiben Sie mal, worin bestand denn das Gas geben? Inwiefern denn? Was hat sich dann verändert? Ja, man hat sich Anregungen geholt. Richtig. Woher? Wir sind in den Sexshop gegangen. Ja. Ah, die Recherche von Herrn Bruder hat sich gelohnt. Natürlich. Ja, und haben Sie es genauso erlebt? Wir waren auch total überwältigt, welches Sortiment, welches Angebot dort war. Und wir haben uns interessiert für Massageöle, für Dessous, für Spielzeug. Es hat uns total angeturnt. Ja. In früheren Jahren ist man halt da gegangen und hat man immer geguckt, na, kennt dich jemand? Kennt dich jemand? Ja. Und heute geht man hin und schaut sich um. Nimmt sich sehr viel Zeit, genau. Und wie genau kennen Sie gegenseitig Ihre Wünsche? Indem wir eine Liebesliste
Eine richtige Liste. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir vor ein paar Jahren. Habe ich meinen Mann davon überzeugt, dass es vielleicht gut wäre, eine Liebesliste anzulegen, getrennt voneinander. Mhm. Und ja, bei einem Gläschen Wein natürlich in ganz netter Atmosphäre. Und dann hat jeder seine Wünsche niedergeschrieben und wir sie dann danach verglichen und haben gestartet, das umzusetzen. Und was passiert, wenn Sie Wünsche haben, die nicht zusammenpassen? Also wenn der eine sich was wünscht, was der andere gar nicht will? Da reden wir drüber und überlegen, ob wir einen gemeinsamen Nenner finden. Wenn nicht, sind wir auch bereit zu verzichten. Das gehört zu einer guten Ehe dazu, Verzicht. Aber besserer Sex im besten Alter, würden Sie klar sagen, ja. Unbedingt unterstreichen, ja. Dann hoffen wir, dass das so bleibt. Oder? Ja. Genau. Vor 5 Jahren, wir haben ja auch darüber geredet, wie sich alles so verändert hat und dass es früher eigentlich gar keine Gespräche über das Thema groß gab. Vor gut 5 Jahren gab es den gefeierten Film Wolke 9. Über zwei ältere Menschen, die sich kennen und lieben gelernt haben. Und der Regisseur war Andreas Dresen. Und der hat damals gesagt, es hat mich angeödet, dass die Gesellschaft immer älter wird, es aber nicht die dazugehörenden Bilder gibt. Liebe und Sex hören ab einem bestimmten Zeitpunkt scheinbar auf zu existieren. Ist das immer noch so? Sind diese Bilder von älteren Menschen, die sich lieben, immer noch tabu oder bricht da gerade was auf? Ja, da bricht was auf, aber es ist tabu. Und das habe ich schon mal gesagt bei so einer Frage, dass ich das gerade in dem Film, ich, die ja kein Problem hatte, über Sex zu reden, ich habe das gemerkt in dem Film, dass mir unwohl wurde. Mhm. Dann kann ich mir dann sagen, wieso das denn? Oder lass doch mal an Marlene. Aber dass man ist es nicht gewohnt. Und das ist schade. Und ich tue auch was dagegen. Also Sie finden, dass man das aufbrechen sollte? Ja, oder? Ja, weil warum? Ja, man muss es so aussprechen. Das gilt ja quasi oder gilt als ekelig. Wie kann das ekelig sein, nur weil der Körper nicht mehr so stramm ist wie früher? Das ist Liebe. Kontakt zwischen zwei Menschen, das kann nicht sein. Es gibt gar keine Tabus mehr. In dieser Gesellschaft gibt es keine Tabus. Spätestens der Fall Adati hat bewiesen, dass es keine Tabus gibt. Und wenn Sie sich zum Beispiel anhören oder ansehen, diese Hysterie nach den 50 Shades of Grey, wo in den Baumärkten die Ketten ausgegangen sind. Ja, weil die Leute, ja ist kein Witz. Ja, ja. Da sind wir wieder beim Kinderbaumarkt. Ja. Es gibt eine, was ich überhaupt nicht schlimm finde, aber es gibt eine Kommerzialisierung, es gibt eine Verbreitung des Themas. Aber gnädige Frau, kommen Sie nicht und erzählen, es gäbe so etwas wie ein Tabu. Es gibt vielleicht noch ein allerletztes Tabu, was Sex angeht, Sex in der Ehe. Das ist in der Tat ein Tabu. Ich kann alle meine Freunde fragen, wie viel Steuern hast du letztes Jahr hingezogen? Warum hast du diese sehr attraktive Sekretärin eingestellt? Ich kann nur nicht fragen, wann hast du es zum letzten Mal mit deiner Frau gemacht? Da breitet sich eisige Stille im Raum. Und lassen Sie auch den Leuten das Tabu. Ist doch okay. Also, nur weil geredet wird über einen Baumarkt oder Ketten oder ein Buch, heißt ja nicht, dass es kein Tabu mehr ist. Das kratzt alles nur auf der Oberfläche. Die Tabus befinden sich bei dem Menschen, wenn er über sich reden soll. Das ist das Wesen des Menschen. Das ist das Wesen der Menschen, dass er gelegentlich über etwas nicht reden kann. Ja. Und ich sehe nicht die Sinnhaftigkeit, den Leuten ihre Tabus zu nehmen. Ein Tabu ist zum Beispiel, du sollst nicht morden. Kein blödes Tabu, nicht wahr? Das kann man doch so akzeptieren und stehen lassen. Es hat auch Sinn und es gibt auch eine Scham, statt es zu hinterfragen. Eine gute Scham, eine natürliche Scham, die da sein soll. Aber ich stelle fest, dass die Leute sich zu sehr schämen, so dass sie leiden und leiden vor sich hin. Also das entscheide ich nicht, dass sie leiden. Also die kommen und sagen, ich komme damit nicht mehr klar. Mein Partner ist unglücklich, ich bin unglücklich und da. Es gibt da ja auch die ganz unterschiedlichen Positionen. Scham ist das eine. Es gibt auch die Positionen, die sagen, ich muss nicht alles, was es in der Gesellschaft gibt, auch sehen. Ich muss nicht für alles Bilder haben. Es muss auch Dinge geben, die vielleicht nicht jedes Tabu beseitigen. Ich muss nicht jedes Tabu. Und es gibt Leute, die sagen, warum nicht, wenn es uns doch befreit, wenn es eine Selbstverständlichkeit im Umgang bringt. Machen wir das konkret. Aber es befreit uns doch nicht, entschuldigen Sie. Genau darüber können wir gleich drüber reden. Wir säßen nicht hier, wenn es uns befreit hätte.
Genau darüber können wir gleich reden, auch über die Empfindung. Ich bin froh, Ihnen geholfen zu haben. Dem Film hat man doch viel zu viel Bedeutung beigemessen. Ja, ja, ich habe mal Reklame gemacht und 50 Shades of Grey. Woher wissen Sie das? Ich habe mir den Film angeguckt. Ich muss sagen, ich habe selten so einen Blödsinn gesehen. Ja, genau. Ich habe selten so einen Blödsinn gesehen. Aber Sie haben ihn angeguckt. Es war nichts Neues. Den Film können wir jetzt nichts Neues. Aber Sie haben sich den Film angeguckt. Natürlich haben Sie das. Also hat es funktioniert. Na, ist doch okay, dass er sich angeguckt hat. Was haben Sie angeguckt? Verstehen Sie die Aufregung um den Film? Ich habe weder den Film gesehen, noch ich habe zwei Seiten des Buches gelesen. Und ich bin von Hause aus Literaturwissenschaftlerin. Ich kann schlechte Literatur nicht. Ich kann es nicht. Und da ist jetzt nicht das Thema, also ob die jetzt Auto fahren oder Sex haben oder arbeiten gehen. Ja, ich kann. Ja. Es ist einfach ein schlecht geschriebenes Buch. Ja. Und das kann ich nicht so. Und deswegen habe ich dann aufgehört. Aber wenn das jemandem Freude macht, das zu lesen, ist da überhaupt nichts gegen zu sagen. Wir kamen ja darauf auch, weil wir darüber geredet haben, sollte es Bilder geben von Menschen. Sie haben sich gezeigt, Sie haben sich auch in Bildern abbilden lassen. Und das sehen wir jetzt noch mal. Oh, what a night. Diese Bilder sehen? Uns geht's gut dabei. Ja. Ja? Ja, wir haben da gar kein Problem mit. Und Sie glauben immer noch, dass Sie keine Exhibitionisten sind? Ja, und wenn? Ja, ist okay. Kein Problem, kein Problem. Ich kann damit leben. Ich war wunderbar, ich kann mit vielem leben, wissen Sie? Aber es gibt Sachen, bei denen ich ungern dabei bin. Sex ist wie Religion. Zu Hause können die Leute alles machen, was sie wollen. Aber mit Rücksicht auf mich mögen Sie Gardinen zuziehen. Das ist doch meine Minimalerwartung. Ja, okay. Das finde ich einfach. Das ist Ihre Meinung. Das ist Ihre Meinung, natürlich. Das finde ich altersalbern. Mag so sein in Ihren Augen. Sie haben es ja jetzt schon mal erstmal gar nicht gesehen. Ich habe es gar nicht gesehen. Mir reichten die ersten drei Bilder. Ja, wie ging es Ihnen? Ich habe noch ein natürliches Schamgefühl in mir. Also interessant. Ich fand zum Beispiel, dass Sie sich ja zum Beispiel. Die brauchten die Gardinen nicht runterziehen, weil sie gar nicht nackt waren. Mhm. Und was ich viel mehr gesehen habe, war so eine Innigkeit und eine Liebe und so ein Kontakt, so eine Langsamkeit und ein wirklich Dasein beide. Das fand ich gerade sehr schön auch, mit dem Lied. Ich liebe das Lied. Ich bin romantisch, glaube ich. Das wusste ich gar nicht. Genau. Toll. Ich fand das ganz. Wahrscheinlich war das die Musik vom Kleidermann. Nein, sehr schön. Nicht. Frau Zang, kommen wir zu Ihnen. Sie haben vor, ich glaube, 14 Jahren entschieden. So ungefähr. Ich möchte ganz bewusst entschieden, ich möchte keine Beziehung mehr. Ja. Warum haben Sie diese Entscheidung getroffen? Es hatte erst in zweiter Linie mit Sex zu tun. Sex ist für mich ein Teil der Beziehung. Ich würde Sex nicht so isoliert betrachten wollen. Mhm. Und ich fand Beziehungen zu mühselig. Also nach summa summarum 40 Jahren der diversen Versuche, schön, nicht schön, wie es so ist, wie es mit Beziehungen so ist, habe ich für mich festgestellt. Aber ich will das überhaupt nicht verallgemeinern. Jeder Mensch muss für sich, finde ich, das finden, was für ihn oder sie die richtige Form ist. Aber ich würde doch in die Diskussion einwerfen wollen, dass das Glück nicht unbedingt in einer Partnerschaft zu suchen ist und dass es verdammt andere Möglichkeiten auch gibt. Also wir und wenn es eine schlechte Partnerschaft ist. Also Sie meinen, wir konzentrieren uns zu sehr in der Suche nach Glück, nach Liebe, nach Sexualität und fokussieren uns zu sehr drauf. Mhm. Wobei, wie gesagt, wenn Sie glücklich dabei sind, schön, freue ich mich. Mhm. Neidlos freue ich mich, dass es das gibt. Aber wir alle kennen ja haufenweise Beziehungen, alte Beziehungen. Ich sage immer, ich sage dann immer, er kriegt nicht mehr hoch und jetzt preisen sie die Gemeinsamkeit. Ja? In der Mitte ihres Lebens sind sie 30 Jahre, haben sich gegenseitig Probleme bereitet und nun haben sie das endlich zusammen geschafft und nun ist schön. Ja.
Und das finde ich als Modell nicht überzeugend. Ich möchte nicht 30 Jahre durchgehalten und dann fürs Durchhalten einen Preis kriegen. Nein. Und ich sehe es bei Ihnen, Sie nicken mir zu, wenn das gut war, oder bin ich auch, wenn das gut war all die Jahre, ist ja schön, ist ja wunderbar. Aber ich finde, wir sollten uns davon lösen, dass wir alle nun verzweifelt diese eine Partnerschaft suchen, wieder besseres Wissen, ne? Und an schlechten Beziehungen festhalten oder ausgelatschten Beziehungen. Das ist ja das Dümmste, was man machen kann. Also eine schlechte Beziehung aufrechtzuerhalten, selbst wenn die nach 5 Jahren, würde ich schon sagen, aber schnellstens wegtrennen, alleine. Ja, aber wenn Kinder da sind, bitte? Ja, ja, das die Kinder, da die sehen das dann auch ein. Aber Sie können sie sehen es ein, aber wie kriegen Sie das hin als Frau? Sie finden Beziehungen, so wie Sie sie erlebt haben, irgendwann waren nicht mehr Quelle Ihres Glücks. Und sie werden überbewertet, haben Sie auch gesagt, als Quelle des Glücks. Nun könnten Sie ja sagen, okay, Beziehungen ist es nicht, aber ein bisschen Erotik, auch außerhalb von Beziehungen, das könnte ich mir doch geben. Leben Sie sowas noch? Das ist eine gute Antwort. Besser hätten Sie es auch nicht sagen. Absolut. Genau. Und das will was heißen. Also zum einen ist es, glaube ich, bei den meisten, immer Ausnahmen geschenkt, bei den meisten von uns so, dass das Bedürfnis, das rein körperliche Bedürfnis, und die Wissenschaft belegt das ja auch durch Hormonspiegel, dass das Bedürfnis nachlässt. Und das ist ja okay. Ne? Das ist doch auch in Ordnung, das können wir doch auch akzeptieren. Man hat 20 oder 30 Jahre fröhlichen Sex gehabt mit diversen Partnern oder Partnerinnen und nun ist doch gut. So. Ja, aber wenn Sie sonst keine Verbindung haben, ist es gut. Wenn Sie sonst keine Verbindung haben zu Ihrem Partner, also dass es sich, es konzentriert sich alles auf den Sex, dann ist natürlich, dann gibt es nur eine Lösung, trennen. Das ist völlig klar. Sind wir völlig, aber es gibt ja auch nun andere Verbindungen, ja, wo man also sich auch noch mehr zu sagen hat, außer dass man zusammen im Bett rumliegt. Also insofern. Aber was passiert denn heute, wenn Sie im Café sitzen und Sie merken, da guckt jemand und der ist vielleicht sympathisch oder auch attraktiv? Passiert dann was? Lassen Sie da was zu? Ach Gott, lieber Herr Steinbrecher. Aus dem Alter sind wir doch raus. So. Tatsächlich? Wenn ich heute in einem Café sitze, die Männer, die noch auf, ich bin 67, die Männer, die noch auf mich reagieren, sind zwischen 65 und scheintot. Vielen Dank für die Blumen, sagt er. So. Naja, ebenso wie ich. Ebenso wie ich. Ich will gar, die Männer sind ja, ne, ist bei uns genauso. Und die könnten mich nicht nackt hinterm Busch vorlocken. Nackt wollen sie vielleicht auch nicht. Das ist ein Statement, genau. Und die Männer, auf die ich noch reagiere, rein körperlich, wir reden ja von Sex. Ja. Wir reden ja nicht von attraktiver, interessanter Mann, hat was zu sagen, ist sympathisch. Davon reden wir ja nicht. Wir reden von, sie redeten von Sex. Absolut. So. Und Sex hat bei mir sehr viel mit Körperlichkeit zu tun. Oder wie ich Ihnen jetzt, es ist schwer zu sagen, vor so vielen Menschen zu sagen, ich erzähle Ihnen was Heimliches, aber es ist ein bisschen heimlich. Mein Körper reagiert auf Männer, die mindestens 20 Jahre jünger sind als ich. Das ist ein gutes Zeichen. Für meinen Körper. Ich glaube auch, dass das ein gutes Zeichen ist. Nur, und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, und was soll sich denn da tun, die armen Männer? Also ich finde ihn hier ja ganz realisieren, heiß. So ist es nicht. Also. Ja, ich könnte denen was zahlen, aber das... Ja, aber... aber da sind wir doch wieder bei dem Thema, Herr Bruder. Umgekehrt, ein Mann nimmt es sich doch auch heute immer noch heraus, zu sagen, ich bin 65, 70, die Frau ist von mir aus sogar 30, ich halte mich für unwiderstehlich, ich gehe in die Offensive, oder? Ist es nicht so? Ja, Männer unterliegen sehr vielen Selbsttäuschungen. Das gehört, das gehört zu unserer DNA. Jo. Und es ist schon manchmal sehr komisch. Ich habe neulich bei RTL eine Geschichte gesehen über... Also was haben Sie denn mit diesem Sender? Das ist mein Lieblingssender. Okay, haben Sie jetzt dreimal gesagt. Ja, wobei RTL ist mir zu anspruchsvoll inzwischen. Ich schaue bei RTL 2. Okay, alles klar. RTL ist schon beinahe sowas wie Arte. Nicht, das ist eben. Und es war ein wunderbarer Beitrag über alte Männer und junge Frauen. Und das ist kein Klischee, das gibt es wirklich. Und wenn Sie sagen, Leute brauchen Sex im Alter, dann kann ich nur sagen, dann lass doch den alten Männern die Illusion von Spaß mit den jungen Frauen.
Das ist völlig okay so. Aber wissen Sie, was nicht okay ist, wenn hier von Lösungen gesprochen wird? Es gibt fürs Leben keine Lösungen. Es gibt zwei Lösungen. Früh sterben oder durchhalten. Und wenn man früh stirbt, dann ist das meistens mit gewissen Kollateralschäden verbunden. Also das geht dann nicht. Also lassen Sie den Leuten das noch. Nur was mich so... Ich bin übrigens rechtskräftig wegen Verbreitung pornografischer Schriften vorbestraft. Ja. Mein erstes Buch war über Pornografie und das letzte, das ich schreiben werde, wird auch über Sex sein. Also nicht, dass Sie den Eindruck haben, ich stehe dem Thema fern, gar nicht. Aber die Art, wie es behandelt wird, erinnert mich an einen Satz von Sigmund Freud. Der hat mal gesagt, der Verlust der Scham ist das erste Zeichen von Schwachsinn. Und da ist was dran. Ja. Sie brauchen eine gewisse Heimlichkeit, sie brauchen eine gewisse Separierung. Und mir sind einfach Leute unheimlich, die mit ihrem Privatesten in die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, wissen Sie, im Polizeijargon heißt das GVZ, Gliedvorzeiger. Dann, ja, Exhibitionisten, die im Park aber den Mantel aufschlagen, stehen im Polizeibericht als GVZ. Bei Frauen gibt es sowas nicht, nicht. Die gehen dann wahrscheinlich... Interessante Frage, warum es das nicht gibt. Oder? Das gibt schon. Die gehen auf eine Charity-Party und lüpfen den Rock und stellen sich vor die Kamera. Herr Bruder, Sie haben was Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, ich sage nur interessant. Ja, absolut. Sie haben gesagt, Sex ist ein interessantes Thema. Sie werden auch noch dazu publizieren. Aber auch den jungen Journalisten, Bruder, hat das Thema schon begleitet. Aber wie? Henrik M. Broder. Journalist, Buchautor und vor allem leidenschaftlicher Provokateur. Seine Ansichten äußert er direkt, schonungslos, polarisierend und kaum ein Thema ist ihm fremd. Ein Lieblingsthema immer schon? Sex. Bereits als Schüler verbrachte der heute 68-Jährige seine Freistunden in der Erotikecke des Antiquariats. Eine seiner ersten beruflichen Stationen waren die berüchtigten St. Pauli-Nachrichten. Hier beglückte Jungredakteur Broder mit Artikeln wie »Komm mit meinem Pimmel in den siebten Himmel«, seine Leser. Auch in seinem ersten Buch ging es um das eine. »Wer hat Angst vor Pornografie?«, so der Titel seines Werks, ein Pornoreport. Heute beschäftigt ihn vielmehr die Frage, der liebe Sex und das böse Alter, kann das überhaupt gut gehen? Nur um das aufzuklären, die Überschrift war aber wirklich von Ihnen. Ja, die Überschrift war von mir, ja. Die war, übrigens führte das zu einer größeren Debatte im Rundfunkrat des ARD, diese Überschrift, fällt mir gerade ein. Mhm. Und das war, wann war das? Anfang, Mitte der 70er Jahre, schon eine Weile her. Und ich erinnere mich, jemand, der bei dieser Rundfunkratssitzung dabei war, hat mir nachher vertraulich gesteckt, der Vorsitzende des Rundfunkrates habe die Damen gebeten, den Saal zu verlassen, weil in dieser Überschrift »Komm mit meinem Pimmel in den siebten Himmel« nicht zuzumuten gewesen wäre. Aber jetzt aber was anderes. Das klingt aber, Sie haben gerade gesagt, Sex sollte ja ein Geheimnis sein. Die Überschrift klingt aber auch nicht nach Geheimnis. Das ich war damals jung und brauchte das Geld. Er ist ruhiger geworden. Ja. Ich war damals, wie alt war ich damals? 24, 25. Ja. Und war dazu gelernt. War das auch das so, die Reeperbahn, St. Pauli-Nachrichten, ja, war das auch, hat das Ihnen persönlich auch ein bisschen Befreiung? Oh, das war toll. Ja? Das war wirklich toll. Und ich bitte Sie, aus einigen Leuten ist was geworden. Der Chefredakteur der St. Pauli-Nachrichten damals war immerhin Stefan Aust. Oh ja. Sie waren auch ein guter Freund von Oswald Kolle. Was haben Sie von ihm gelernt? Ich habe von ihm sehr viel gelernt. Das war einer der besten und größten und klügsten Menschen, die ich hier getroffen habe. Mhm. Und seine persönliche Tragik lag darin, dass er ein wirklicher Aufklärer war, der hat wirklich damals Tabu gebrochen. Und er wurde in Deutschland zumindest so eine Witzfigur gemacht. Jeder fettleibige, impotente, dröge Karnevalsmensch, der in die Bütt stieg, holt sich immer einen Gratispunkt, wenn er sich ob Oswald Kolle lustig machte. Ja. Er war ein wunderbarer Mensch, richtig, ein richtiger Mensch und ein hochgebildeter Mann. Und er war eigentlich der Erste in Deutschland, der wirklich Barrieren und Tabus gebrochen hat. Und er war übrigens einer der Ersten, der seine Bisexualität öffentlich bekannte. Aber damit rennen wir doch heute offene Scheunentore ein. Damals ist es wirklich eine Pionierleistung. Damals war es so, als würden Sie über einen wilden Strom so Pontonbrücken legen. Ja, und heute düsen Sie einfach so rüber. Nee, das ist ein großer Unterschied zu heute. Das ist mir zum Beispiel sehr klar, dass ich gar nicht das machen könnte, was ich jetzt tue, wenn es die nicht gegeben hätte. Da gab es dann noch ein paar andere. Noch ein paar andere, Weil es nämlich heute noch notwendig ist.
Notwendig da streite ich gerne mit immer. Notwendig das ist noch immer. Nicht vorbei aber was mit der Schau. Aber trete also, doch nicht ja, auf als Tabubrecher. Ich bitte Sie, das sind keine Tabus. Sie behandeln ein... Inzwischen gibt es Gender Studies. Seit 1999 ist Vergewaltigung in der Ehe zu Recht strafbar. Es hat sich etwas bewegt. Homosexualität ist heute kein Straftatbestand. Verstehen Sie, wenn ich irgendwo sage, ich bin hetero, sind meine Chancen sofort dahin. Nicht? So hat sich das alles geändert. Und da treten Leute immer noch und sagen, wir sind Pioniere. Ihr seid keine Pioniere, ihr seid Nachzügler. Das, also ich, das ist mir egal, wie es sich nennt, aber das ist doch ganz interessant zum Beispiel, dass ich für meine Sendung, mir ist es egal, ob das jetzt zwei Männer sind oder zwei Frauen, dass wir so ein Paar nie durchkriegen. Und wir wollen auch gar nicht darüber sprechen, dass es zwei Männer oder Frauen sind, sondern die haben irgendein Problem. Es ist mir egal, wer mit wem. Aber das geht nicht. Aber im Grunde kein Sender traut sich ja zu sagen, das einer ist sagt, immer noch. Ich habe damit ein Problem. Ich gehe dann dahin. Ja. Und die hat mir doch das unter den Teppich gekehrt. Ja. Ja. Und heute gehe ich hin und sage, Frau Henning, ich habe das und das Problem, was soll ich machen? Ja. Also ich glaube, dass tatsächlich eine Sache, die passiert durch die Öffentlichkeit, dass ich ab und zu was sage vor laufender Kamera, das ist, dass die Leute mitkriegen, dass es sexualtherapeutische Praxen gibt. Weil wie oft ich das höre, dass die Leute beim Arzt waren, die gehen zum Urologen. Mhm. Und da kann man eigentlich nur feststellen, ob Sollen sie zum Zahnarzt gehen oder was? Sexualtherapeuten gehen und nicht zum Urologen. Da erstmal nur kurz die körperliche Ursache klären. Mhm. Aber dann kommt man nach Hause mit einer Pille und das war's. Er hat doch gar keine Zeit, ein ordentliches Gespräch zu führen. Und die meisten empfehlen den Leuten nicht, es gibt Sexualtherapeuten. Und dann kommen die zu mir irgendwann nach 4 Psychologen oder sowas und sagen, ich durfte nie über Sex reden. Da liegt aber mein Problem. Also da fehlt noch ein Wissen in der Gesellschaft dazu, dass es uns gibt. Also Sie sagen auf der einen Seite, es wird zu offen, man stellt sich zur Schau, so verstehe ich das. Mhm. Auf der anderen Seite merken Sie, manche finden keine Sprache. Also dazwischen scheint es ja doch noch ein Bedürfnis nach Aufklärung zu geben, oder? Es gibt immer ein Bedürfnis nach Aufklärung. Und ich wundere mich, dass dieses Bedürfnis trotz 50 Jahre Aufklärung immer noch nicht gestillt worden ist. Ja, ja. Schauen Sie, Sex ist nun wirklich ein wahnsinniges Phänomen, was mich daran immer wieder fasziniert. Es gibt ja zwei Grundtatbestände des Lebens, Essen und Sex. Ohne die beiden gibt es kein Leben. Keiner von uns säße hier, wenn sich die Eltern nicht irgendwann einem rauschhaften Moment hingegeben hätten. Wobei, wenn ich mir die meisten Leute angucke, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Das ist ja. Nee, das ist böse. Ja, aber das ist so. Böse, genau. Das ist so. Nee, das meine Eltern auch zweimal getan. Wenn ich U-Bahn fahre, frage ich mich, wie sind alle das Ergebnis eines rauschhaften Moments? All diese armen mit ihren grauen Gesichtern? Das ist doch toll. Okay, ich habe nichts dagegen. Das Zweite, was ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Leute es immer noch machen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das wollen Sie sich ja auch nicht vorstellen. Nein, das will ich auch nicht. Aber ich wollte nur sagen, warum es für mich ein Faszinosum gibt. Essen und Sex, das sind die Grundbestandteile des Lebens. Und irgendwann müssen doch die Basisinformationen durchgesickert sein. Weil das Tolle an Sex ist ja, sie haben dazu immer alles bei sich. Wenn ich einen Artikel schreibe, brauche ich ein Blatt Papier und einen Bleistift, das Minimum. Sie drehen einen Film. Sie brauchen Kameraleute, Tontechniker, Regieassistenten, Leute, die das vermarkten, verbreiten. Als Allerschlimmste, Sie brauchen einen Redakteur, der es betreut und abnimmt. Ja, bei Sex sind Sie vollkommen autark. Sie haben immer alles bei sich. Und gerade die einfachste Geschichte, für die Sie voll ausgerüstet sind, und zwar 24/7, rund um die Uhr, das ganze Jahr, kein Weihnachten, kein Hanukka, kein Volkstrauertag, sind immer dazu in der Lage. Gerade das ist das größte Geheimnis. Das ist doch bescheuert. Das ist schwer für die Männer, weil es so penisfixiert ist. Der Mann muss stehen, sonst klappt es nicht. Und dann hat er nicht alles dabei, was er gerne dabei jetzt hätte. Jetzt kommen wir langsam hier der zur kommt Sache, dann zu mir und sagt, er hätte gerne einen Penis dabei, der steht. Ja, der hat nicht alles dabei, er ist traurig. Oh, er ist traurig. Mir tun die traurigen Männer am meisten leid. Nein, wissen Sie? Das tut mir schon leid. In einem Film von Wim Wenders gibt es eine Szene, da habe ich schon drüber gelacht, als ich 20 war. Da fahren zwei Jungs Lastwagen und da sagt der eine Junge zum anderen, weißt du, ich bin nie so einsam, wie wenn ich mit einer Frau zusammen bin. Ja, dann bleib doch allein, Junge, ist doch okay. Das ist auch eine gute Idee bei dem Thema. Männer sind Jammerlappen, es sind Waschlappen, verstehen Sie? Sie müssen sich ständig beschweren. Und wenn die Männer zu Ihnen kommen und sagen, er steht mir nicht, würden sie genauso zu Ihnen kommen und sagen, er steht mir zu oft. Den Zustand der Zufriedenheit der Männer mit ihrem Hochzeitsbesteck, diesen Zustand werden sie nie erreichen. Hochzeitsbesteck. Frau Zangen.
sagen, ja, so ist es. Nochmal zu Ihnen. Sie haben sich ja dafür entschieden, den Weg ohne Mann zu gehen. Ihr Leben war aber eine große Herausforderung, ja, und eine Entdeckungsreise, wenn man so will. Ich habe noch mal geguckt, Sie waren mit 16 schon ein Jahr in London, Sie waren in Paris und in Wien, Sie waren Modedesignerin im Familienunternehmen, Sie haben Englisch-Französisch auf Lehramt studiert, Promotion in Anglistik, Lehrbeauftragte, Mitbegründerin einer Frauenpartei und so weiter. Es sieht so aus, als würden Sie immer nach Neuem suchen. Ja, das ist richtig. Könnte Ihr Single-Dasein denn dann irgendwann auch zur Routine werden, dass Sie dann auch sagen, jetzt brauche ich doch noch mal eine Veränderung? Ja, aber die habe ich ja andauernd. Also seit ich alleine bin, habe ich viel mehr, das ist ja das Schöne daran, wenn man alleine ist, man hat ja viel mehr Kraft übrig. Ja. Es geht ja so viel Kraft in diese Beziehungen. Mhm. Natürlich, Anwesende ausgenommen, ist ja logisch. Aber allgemein geht ja wahnsinnig viel Kraft da rein. Und diese Kraft habe ich ja, seit ich alleine bin. Und da entdecke ich, ja, also im Moment habe ich zwei Hauptthemen, aber alle paar Jahre ändert sich das wieder, weil ja, das ist meine Natur, dass ich noch was Neues immer lernen muss. Was sind die Themen? Und die Themen ist einmal, ich betreue Männer im Gefängnis und entdecke da Welten. Ich komme aus einem ordentlichen Elternhaus, dafür kann ich nichts. Aber das heißt, dass ich da in Themenbereiche und Welten und Leben Einblicke bekomme, die ich nicht kenne. Eine ungeheure Erweiterung meines Horizontes. So. Und es gibt mir auch sehr viel, weil ich da sehr viel Zuwendung, sehr viel Dankbarkeit natürlich von den Männern erlebe. Das ist etwas sehr Schönes. Und mein zweites Thema ist, ich war immer schon für Fremdsprachen. Sie erzählten ja, dass ich schon sehr früh nach London gegangen bin. Und gerade lerne ich meine siebte Fremdsprache, Türkisch. Dann hoffen wir doch einfach, dass dieses Leben als Abenteuer- und Entdeckungsreise weitergeht. Und ob dann mit oder ohne Mann und mit oder ohne Sexualität, ist doch auch egal. Völlig. Ja, also alles Gute. Gott sei Dank. Wie akzeptiert ist die selbstbewusste Frau, Frau Henning, die selbstbewusste ältere Frau, die sagt, ich möchte auch Kontakt und Sex mit jüngeren Männern? Ich glaube, da hat sich reichlich was getan. Mhm. Das ist jedenfalls nicht so verpönt, wie es war. Man sieht es so an kleinen Ecken, die Filme aus Hollywood, da sieht man öfter jetzt eine Frau mit einem jüngeren Mann, wo es auch Thema ist, oder überhaupt eine ältere Frau, die mit einem Mann noch lebt und sexuelle Lust hat und so weiter. Aber ja, man sieht es öfter. Frau Rinkhoff, was suchen Sie? Liebe, Sexualität, beides? Wie würden Sie es beschreiben? Gut, ich würde es so beschreiben, ich bin ja im Moment Single. Mhm. Ich wünsche mir natürlich einen Partner und die große Liebe, aber derweil das eben noch auf sich warten lässt, sage ich gut, dann kann ich natürlich, sagen wir mal, erotische Verbindungen haben ohne Beziehung. Da achte ich also ganz streng drauf. Mhm. Und ja, es kommen eben jüngere Männer auf mich zu und begehren mich. Und ich sag mir, gut, warum nicht? Warum nicht? Ja. Fangen wir noch mal immer an. In Übung bleiben. Ja. Genau, ich sag mir auch, wenn dann die große Liebe da ist, dann möchte ich in Übung sein. Genau, in Übung sein. Ja? Ich glaube eher, das ist wie Fahrradfahren und Reiten und Autofahren. Man verlernt das nicht. Wenn Sie recht haben. Noch mal zurück. Wie sollte denn der Mann sein, in den Sie sich verlieben könnten? Haben Sie da eine Vorstellung? Ja, habe ich. Und? Also der Mann, in den ich mich verlieben könnte, das sollte, hört sich natürlich hochgegriffen an, ein eleganter, verspielter Schöngeist sein. Und den gibt es da nicht, wo Sie, gibt es auf Marbella nicht? Oder? Nee. Ich habe noch keinen kennengelernt. Und hat er auch eine Altersstufe, die Sie ihm zuordnen? Also ich würde mir einen Mann wünschen, der ein bisschen jünger ist als ich, aber nicht so viel wie jetzt die Liebhaber. Ne? Das ist eine andere Kategorie. Ja, wie jung sind denn die Liebhaber so, wenn Sie das schon so sagen? So ungefähr. Naja, vielleicht so Mitte zwischen 25 und 35. Genau. Okay, okay. Und Sie, Marbella, da gibt es Strand. Wo lernen Sie die dann kennen? Nur damit wir das so nachvollziehen können? Naja, also ich reise ja auch viel. Das ist jetzt nicht auf Marbella bezogen. Stimmt. Das passiert eigentlich überall. Das passiert in Deutschland, wenn ich auf Reisen bin. Und in Marbella auch.
Also da muss ich mich auch gar nicht jetzt drum kümmern. Ne? Und wenn Sie sagen, also nehmen wir mal an, Sie lernen jemanden kennen, der ist 25. Sie wissen auch, weil Sie ja gerade gesagt haben, die Liebe soll ja eigentlich älter sein. Ja. Da wird jetzt keine Liebe draus. Wie schnell geht das dann zur Sache bei Ihnen? Ja, also ich meine, das ist dann auch eine reine Kopfentscheidung, ne? Dass ich mir das dann, das Begehren angucke und die Schönheit, ne? Und dass ich da sage, ach, das mache ich jetzt mal. Aber was hat denn Begehren mit Kopf zu tun? Also ich kann das so. Ja? Ja. Ja, weil ich eben sehr streng darauf achte, dass ja nicht eine Beziehung entsteht, weil ich das nicht möchte. Das muss ich mir ja erlauben können. Mhm. Und letztendlich kann ich mich ja nicht, sagen wir mal, das, was ich jetzt habe, diese jüngeren, schönen Liebhaber, damit kann ich mich auf gar keinen Fall zufrieden geben, weil das viel zu wenig ist. Zu wenig in welcher Hinsicht? Ja, wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, eine komplexe Liebesbeziehung angucke, wie ich sie mir wünsche, das ist ja viel, viel, viel mehr, weil das sind ja viele Mosaiksteine, aus denen sich eine komplexe Beziehung zusammensetzt. Und das, was ich jetzt habe, ist ein Mosaikstein. Mhm. Unser Thema ist ja besserer Sex im besten Alter. Hat sich Ihre Sexualität weiterentwickelt mit den Jahren? Ja, also bei mir ja. Wodurch? Also Sie hatten auch mal eine lange Beziehung, sind dann Single geworden. Mhm. Haben Sie da mehr, so ähnlich wie es die Nagels auch, wie Sie es beschrieben haben, auch was ausgetestet, einfach experimentiert? Ja, also ich würde sagen, jetzt in diesen ganz jungen Jahren hatte ich gar nicht das Bewusstsein gehabt, in so eine Entwicklung hineinzugehen. Mhm. Und das ist dann danach, als ich dann Single war, da ging das plötzlich und dann habe ich mir, also dann habe ich mir gesagt, gut, das möchte ich jetzt auch gründlich machen. Eben das, Deutsch, das ne? Gehe ich gründlich. Jetzt gründlich an. Das heißt, ich habe mir alle Bücher gekauft. Tatsächlich? Ja, ja, weil ich mir dann gesagt habe, so, ich muss das jetzt, was jetzt irgendwie noch so vielleicht als unbewusstes neues Begehren vor sich hinschwabbelt, das muss ich jetzt auch richtig hochholen. Jetzt will ich es auch wissen. Also jetzt glaube ich Ihnen langsam, dass Sie das vom Kopf angehen. Also Sie, Sie haben das richtig studiert. Ja, so, ich habe das richtig studiert. Ich habe mir Bücher ganz viele Bücher gekauft. Was für Bücher waren das? Welchen Themen? Nein. Ja, also sagen wir mal jetzt einfach so Sexbücher. Oh, okay. Interessant. Also so auch über die Möglichkeiten, die es da gibt. Also Sachbücher. Ja. Ne? Okay. Also jetzt keine Romane. Meine jetzt Shades of Grey habe ich natürlich auch gelesen. Aber ich, sagen wir mal, als ich in dieser Zeit, als ich so damit angefangen bin, dass ich mich entschieden habe, mich da zu entwickeln, da habe ich mir eben richtig wirklich jede Menge Fachbücher gekauft. Und gut, dann habe ich eben gleichzeitig auch diese Männer auf mich zugekommen. Und dann bin ich in eine richtige Entwicklung hineingekommen. Aber noch mal eine Frage. Das hört sich so für mich an, als sei Ihre Sexualität variantenreicher geworden, auch irgendwie erweiterter. Aber Sie haben das studiert. Hat sich denn auch Ihr inneres Erleben verändert? Genießen Sie das jetzt? Ja, ja? Okay. Ja, natürlich. Also der Genuss ist dadurch natürlich, obwohl sich das jetzt, sagen wir mal, wie ich es angefangen habe, mechanisch angehört, hat das natürlich ganz, ganz viel mit einer Genusssteigerung, also hoch 100 zu tun. Was kann man studieren, um erfüllteren Sex zu haben? Ja, ich bin neugierig. Zum Beispiel gibt es viele Bücher über das eigene Geschlecht. Mhm. Weil gerade die Frau weiß nicht besonders viel. Den eigenen Körper kennen. Ja, den eigenen Körper. Also gerade bei den Frauen. Da bin ich neugierig, ob Sie auch solche Bücher gelesen haben über Klitoris und was, also über das Weibliche unten. Da gibt es tolle Bücher mittlerweile. Sie meinen so kein weibliches Oben. Das meinen Sie gerade. Ich meine, es gibt beide. Nein, aber wenn man kann so viel mehr Genuss erfahren, wenn man weiß, wie man aktiv wird als Frau. Das hört sich jetzt blöd an, die aktive Vagina. Ja, aber dass man unten was tut und nicht einfach so mal mitmacht, was der Partner macht. Nee, also was sagen Sie dazu? Ja, ich sehe das
das also das ganz genauso. Sagen wir mal, ich habe da jetzt auch so zwei plakative Worte entwickelt, dass ich eben sage, das ist dritter Weltsex und das ist Qualitätssex. Ne? Also, okay, das ist so wie bei der Konditorei, ja, das Sahneschnittchen mittags im das ist einfach ganz viel doch an mir arbeiten gewesen, was sich aber eben unendlich gelohnt hat, weil das ja mit dieser Genusssteigerung verbunden war. Dadurch bin ich ja am Ball geblieben. Ne? Ich finde, wenn wir jetzt so Fastfood-Sex sagen und den gute Hausmannskost und Gourmet-Sex. Ja. Da müssen wir nicht Ich finde auf jeden Fall, wir haben am Anfang erzählt, dass es schwierig fällt, einer Generation Worte zu finden. Ich finde das sehr interessant, welches Vokabular wir entwickeln. Sie sind attraktiv. Sie sind so attraktiv, dass 25-, 30-Jährige mit Ihnen zusammenkommen, sexuell Spannung entwickeln mit Ihnen. Wie wichtig ist Ihnen das auch so zu erhalten? Also mir ist es dann schon sehr, sehr wichtig, den Körper zu erhalten und viel dafür zu tun, weil das für mich im Grunde dann auch so in meiner Gedankenvorstellung das Gesamtpaket ist, nicht? Dass ich eben sage, so, wenn ich fit bin, wenn mein Körper extrem beweglich ist und sehr gefühlsintensiv, wenn ich mich um all diese Dinge permanent kümmere, und natürlich auch um die äußere Optik, ne? Aber eben auch um mein Gefühlsempfinden. Mhm. Nicht? Ich kümmere mich dann eben um alles. Dann kriege ich eben als Geschenk diesen Gourmet-Sex. Ne? Ich frage mich nur, wir haben jetzt auch angesprochen, Mensch, sind wir irgendwie, wo bewegt man sich in der Diskussion zwischen Verklemmtsein, Aufklärung, Dingen, die notwendig sind? Ich frage mich, wenn man über Sex im Alter redet, ist das eine Befreiung oder verlängern wir da die Jugendphase? Also Sie sind attraktiv, also kann das auch auf Leute Druck machen, dass sie mit 60, 70 auch noch so können? Ja, Frau Zang. Natürlich, natürlich. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, wenn Sie damit glücklich wären. Mhm. Wunderbar. Aber natürlich geraten wir in Druck, wenn wir, auch wenn das dazugehört, dass ich attraktiv bleibe, dass ich immer noch versuchen muss. Und ich finde das bedauerlich. Es gibt doch andere Dinge im Leben. Ich muss mich doch nicht so unter Druck setzen. Und ich finde es etwas ganz anderes, wenn man miteinander alt wird. Das finde ich etwas völlig anderes. Wenn beide Körper älter werden, miteinander parallel, ist doch was völlig anderes, als wenn ich mich noch mal in meinem Alter einem völlig fremden Körper zuwenden muss. Das finde ich, es hat eine ganz andere Qualität. Und bei dem bloßen Gedanken, dass dessen Körper genauso aussieht wie meiner, wird mir anders. Ich habe noch eine Nachfrage. Das sieht er ja in Ihrem Fall nicht. Der hat ja dann einen jungen Körper, nicht? Also da ist ja dann immerhin schon. Ich frag mich, wenn wir jetzt bei dem Druck noch mal sind, wenn Ihr Traum ist, jemanden zu treffen, der ungefähr in Ihrem Alter ist, vielleicht ein bisschen jünger, und der weiß jetzt, Sie hatten in den letzten Jahren viel Sex mit 25-Jährigen, könnte das auf den vielleicht auch einen leichten Druck auslösen, dass der denkt, der landet gleich bei Frau Henning. Genau. Der schwenkt sie sozusagen, wenn ich das an dieser Stelle andeuten darf, und landet gleich bei Frau Henning. Ja, könnte das? Was haben Sie da Erfahrung schon? Ich habe darin keine Erfahrung. Ich könnte mir das vorstellen, dass das also ein Druck ausübt auf die potenzielle große Liebe von mir, die bitte kommen soll. Aber sagen wir mal, so bin ich ja letztendlich nicht. Ich habe das ja eben erklärt, weil was ich mir wünsche, ist ja wirklich die große, komplexe Liebe. Und dazu gehören ja so viele andere Dinge. Und die Sex und Erotik ist ja nur ein Mosaikstein des Ganzen. Dass, wenn da jetzt der Richtige daherkommt und nicht aussieht wie ein 25-Jähriger vom Body, das ist mir völlig egal. Dann beschreiben Sie doch noch mal, was gehört für Sie denn zu der schönen, großen Liebe, wenn das so viel mehr ist als Sexualität? Naja, es muss der Alltag funktionieren. Ich muss mich von der Seele her mit ihm verbinden können. Mental
sollten wir auch ähnlich sein. Also es gehören ja unheimlich viele Dinge dazu. Ich glaube, ich kann das jetzt ad hoc gar nicht so benennen. Ich glaube, Sie haben schon deutlich gemacht, Sie suchen einen Seelenverwandten. Ja. Dann hoffen wir, dass wir Sie, dass Sie den irgendwann finden. Ja. Ja. Alles Gute. Genau. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Sexualität im Alter gesprochen und irgendwie sind wir immer noch von Zweierbeziehungen ausgegangen, also monogamen Beziehungen, die Sie führen, die Sie auch anstreben, so wie Sie das gerade beschrieben haben. Aber es gibt natürlich auch noch andere Lebensentwürfe. Wir machen jetzt einen kleinen Paartausch. Sie sind hier, können nach wie vor, wenn Sie was sagen, noch mitreden. Moment, noch sitzen bleiben, ruhig. Ja, das machen wir gleich. Aber zunächst stellen wir ein Paar vor, das gleich dort sitzen wird, das eben sagt, warum muss man Liebe nur zu zweit genießen? Zu dritt, zu viert, zu fünft. Liebe ohne Grenzen. Und der Partner ist damit einverstanden. So leben und so lieben sie, die Polyamoren. Die Vielliebe, wie sie übersetzt heißt, pflegten schon die Hippies in den 60ern. Sie lebten in Kommunen, predigten die freie Liebe und hielten so gar nichts von Verbindlichkeit. Aber genau das ist der Unterschied zu den Polyamoren. Ihnen geht es nicht nur um den sexuellen Akt an sich, sondern auch um die emotionale Beziehung zu mehreren Partnern gleichzeitig. Immer mehr versuchen sich an dem Lebensstil. In Deutschland dürften es schätzungsweise 10.000 sein. Tendenz steigend. Auch Erika Hohndorf und Justus Rumpf finden echte Liebe nicht allein in der Zweisamkeit. Herzlich willkommen, Herr Rumpf, Frau Hohndorf. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Wie reagieren denn andere auf Ihre Lebensform, Herr Rumpf? Auf das, wie Sie leben wollen? Die polyamorische Lebensform ist eigentlich noch etwas, was ein Tabu ist. Sie sitzen ja jetzt hier zu zweit. Heißt das, haben Sie denn auch aktuell Partner? Also haben Sie noch einen Mann, für den Sie viel empfinden? Ja, und umgekehrt? Wir haben beide noch jeweils die anderen andersgeschlechtlichen Partner. Wobei es schon ein bisschen auf die Intensitäten dabei ankommt. Wir haben in unserem Leben auch schon Beziehungen gehabt, die sehr intensiv waren. Wenn die Zeiten und die Gefühle praktisch aufgeteilt wären auf zwei Personen ungefähr gleich stark, ist es ja vielleicht noch was anderes, als wenn man sich einmal im Monat sieht. Im Moment haben wir zwei, wo das nicht so intensiv läuft. Die Kontakte können aber über lange Zeit laufen. Und das, was wichtig ist dabei, ist Offenheit, totale Offenheit. Es passiert also nichts, was jetzt der andere dann nicht weiß. Da gibt es einen Konsens. Und um auf Ihr Problem mit der Eifersucht noch mal zu kommen. Bei uns geht Sex nur mit Liebe. Und wenn ich meinen Partner liebe und ich gucke, es geht ihm gut mit einer anderen, dann geht es mir auch gut. Ja, das ist theoretisch großartig. Das ist nicht theoretisch. Ich glaube nur, dass wir Menschen nicht so großartig sind. Herr Jansson, Sie haben ja auch gesagt, Sex geht bei Ihnen nur mit Liebe. Können Sie sich das auch auf mehrere Frauen verteilt vorstellen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe genau dieses gleiche Problem, dass die Eifersucht in jedem Fall eine Riesenrolle spielen würde, weil das einfach nur mal eine menschliche Reaktion ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren würde. Ich könnte mir sowas vorstellen wie bei den Kommunen in den 1860ern, bei Langhals und so weiter. Das war keine Liebe. Aber die haben auch gesagt, es handelte sich um Liebe. Das haben sie gesagt. Aber was haben sie gemacht? Bitte? Ja. Da war doch dieser Spruch. Wer mehr als einmal. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört zum Establishment. Das war Sie stellen sich das ja auch als Lebensform so vor, dass es so eine Art WG auch erlebt. Ja, wir wollen eine WG gründen. Ich wollte auch mal kurz aushalten. Wir hatten schon mal eine sehr gute polyamore Beziehung. Als ich Erika für 14 Jahre kennenlernte, war ich verheiratet und haben bis 2007 zu dritt gelebt. Meine Frau hat leider 2005 Metastasen bekommen und wir haben sie dann zusammen begleitet. Und deswegen, wir sprechen ja auch über Sexualität im Alter, ist gerade für uns die polyamore Form im Alter eine echte Alternative.
Ja? Zwei Menschen, die alt werden, einer wird krank, man muss sich um ihn kümmern. Der andere Partner ist sehr, sehr oft damit überlastet. Ne? Gibt dann einen schönen Film Liebe, wo das ganz klar zum Ausdruck kommt. Ja. Und dann, wenn sich einer verabschiedet, fällt der andere in ein ganz großes, tiefes Loch. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht mehr fähig, noch eine Partnerschaft aufzubauen. Ja. Und das, wenn man da mit mehreren Menschen zusammen lebt und liebt, was jetzt bitte nicht heißen muss, dass da querfeldbeet rumgevögelt wird, um es da ganz deutlich zu sagen. Es ist wirklich eine Liebe, es ist gegenseitig Dasein, es ist sich berühren, körperlich und auch seelisch. Ja, es ist sich austauschen, es ist über alles reden. Auch Männer können da untereinander über ihre Probleme reden in dem Kreis. Also in all unserem Freundeskreis, auch mit Männern, reden wir über alles. Es ist also alles offen. Ja, das ist vielleicht gerade die Verbindung Polyamor und Tantrisch. Es ist ein Leben und interessant im Alter, auch nur so Punkte zu nennen. Also wir sind beide im 72. Wir haben täglich Sex, um das nur mal zu sagen. Es ist einfach, es gehört zu uns, es ist normal. Und zwar, wir verabreden uns nicht. Wir gehen ins Bett, wir schlafen ein, wir haben auch mal Sex, wir wachen auf, morgens ist es viel schöner. Ja, wir haben Sex, wir sind abends zusammen, wir kommen zusammen, schlafen dabei ein, da gibt es eine schöne Situation. Es ist einfach, ich möchte da sagen, es ist so natürlich, es gehört zu allem. Wobei ja das, wenn ich auf die Grundfrage zurückkomme, besserer Sex in den besten Jahren, kann ich für mich nur sagen, viel besser, weil ich in den Anfangsjahren so verhaftet war in den Strukturen, die durch Erziehung und Gesellschaft vorgegeben waren. Es gab für mich überhaupt nicht die Idee, dass was anderes überhaupt geht, als monogam zu leben. Und dass da auch andere Möglichkeiten und Wege offen stehen, habe ich erst erfahren, da war ich über 50. Da bin ich im Prinzip über die Spur Tantra rangekommen. Tantra, da könnte man einen Abend drüber füllen. Ich sage mal nur den einen entscheidenden Satz, Tantra als Weg, wieder zurückzufinden zu seiner ursprünglichen Natur, die durch Gesellschaft und Erziehung verbogen wurde. Wenn man das schafft, in gewissem Maße zumindest, dann kann man die Freiheit entwickeln, so zu leben, wie man wirklich möchte. Und wenn man das tut, tut man auch nichts Böses und nichts Schlimmes, wenn man das in Offenheit macht. Wenn man dann einen Partner hat, der genauso ohne Besitzanspruch auf einen zukommt und sagt, du bist in Ordnung, wie du bist. Ich liebe dich mit all deinen Macken. Und wie soll ich sagen, dann kann man auch offen sagen, was man noch für Wünsche hat. Und wenn die Wünsche dann mal dahin gehen, Menschenskinder, jetzt habe ich einen Mann getroffen, da habe ich Lust, was Neues zu erfahren mit dem. Vielleicht auch bis zum Sexuellen. Dann darf ich das und kann das, aber mit dem Gebot verbindlich und offen mit dem anderen Partner umzugehen. Einmal noch Frau Zang. Ich finde es durchaus überzeugend, muss ich sagen. Zu meiner eigenen Überraschung. tragen Sie, ja, hätte ich jetzt Theorie. Ich wusste nichts davon, muss ich sagen. Ich höre das erste Mal davon. Ich finde Sie beide sehr überzeugend. Und ich kann nur wiederholen. Ich kann es mir für mich eher nicht vorstellen. Ne, sie scheint es auch so, ja, ging es auch so, ne? So. Das hören wir sehr oft. Ne? Wenn das für Sie richtig ist. Aber ja, genau. Ja, ne? Wenn das so funktioniert, ist es doch toll. Ich, ja, muss noch eine Kritik loswerden an Herrn Broder. Jeder kann seine Meinung haben, aber dann sollte er dazu sagen, ich meine. Ja. Einfach zu sagen, es gibt keine Tabus mehr. Wir erleben es täglich. Das ist, meine ich jetzt. Glauben Sie, ich sage das, was Frau Merkel denkt? Sie haben vorhin gesagt, es gibt keine Tabus mehr. Ja, ich meine, es gibt keine Tabus mehr. Ich muss doch nicht das Ich meine davor setzen. Ich finde es prima, was Sie machen. Also Erfüllung ist ganz toll. Was mich nur stutzig macht, ist, dass Sie zur Natur zurück wollen. Wissen Sie, wenn Sie zur Natur zurück wollen? Nicht zur Natur, zur eigenen. Zur eigenen Natur. Ja, egal, zur eigenen Natur. Ja, umso besser, eigene Natur. Dann ziehen Sie mal Ihre Brille ab und schmeißen Sie weg, damit Sie im natürlichen Zustand
der Kurz- oder Weitsichtigkeit zurückkommen. Aber was Sie ja gemeint haben, das ist was Äußerliches. Das ganze menschliche Leben ist ein einziger Kampf gegen die Natur. Frau Henning? Ja, Sie haben ja über die, gerade da über Gesellschaft und Scham gesprochen. Ja. Und da bin ich ganz Ihrer Meinung, dass man muss zurück. Die kleine Kinder schämen sich ja nicht. Ja. Und der Körper spürt viel mehr. Und in der Sexualität, da wäre schön, wenn diese Scham eben nicht da wäre. Und auch die Zwänge der Gesellschaft. Und gehen Sie nackt einkaufen? Nein. Würden Sie mir sagen, wann und wo Sie das machen, dann bin ich dabei. Wenn ich, wann ich doch nackt einkaufen gehe? Warum soll ich jetzt nackt? Ja, weil Sie zur Natur zurück wollen. Nein, kleine das habe ich nicht gesagt. Nein, das habe ich überhaupt nicht Kinder, gesagt. Die Scham nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, den eigenen Körper gerne annehmen, Sie haben gesagt, wie er ist die Scham und spielen. Nein, diese übertriebene Scham. Können wir das nochmal einspielen? Ja, nein, nein. Wissen Sie, ich habe gesagt, dieses Gefühl, von der Gesellschaft anerzogene, das ist jetzt böse und schlecht und dreckig und du musst dich schämen, das haben Kinder nicht. Und das meinten Sie. Ja, ich genau. Ja, und hier möchte ich also noch mal ganz besonders auch die Frauen hervorheben. Genau, wie viele Frauen leben noch in ihrer Scham, in ihrer Angst, sich überhaupt zu äußern? Ja, ja, das ist, es ist unbeschreiblich, wie viele Frauen haben einfach immer nur machen müssen. Ja, und bei den Männern ist es, und die Männer, die sollten die Starken sein. Sie mussten immer ihren Mann stehen, jetzt mal genau zu sagen. Und wenn das nicht mehr geht, dann brechen sie zusammen. Dass ein Mann heulen darf. Ja, alles solche Dinge. Nicht? Man, man merkt auf jeden Fall, dass Sie eine Überzeugung vertreten. Und ich glaube, Sie haben Ihren Traum geschildert. Sie haben auch mitgekriegt, nicht jeder würde in Ihrer WG hier mit einziehen. Darum geht es ja aber auch gar nicht. Aber Sie haben schon mal einige aufgebrochen in Ihren Gedanken. Und was will man mehr? Ja, danke dafür. Ja. Sehr schön. Wir reden immer darüber, dass wir sexuell aktiv sind. Wir haben gerade gehört, täglich sexuell aktiv. Was macht man aber, wenn es körperlich einfach nicht mehr funktioniert? Und darüber muss man ja auch offen reden, dass das bei vielen der Fall ist. Da gibt's ja dann, kann man deutlich sagen, es gibt, ja eben, also erst fragt sich nämlich, was geht und was geht nicht. Weil viele denken einfach an die Penetration. So, und da, richtig, das wissen viele, dass es mehr gibt als das. Das ist schon mal die erste Antwort. Dass es gar nicht um Penetration gehen muss und der nicht immer stehen muss. Aber ich ahne, wenn man das denn doch möchte, Geschlechtsverkehr, da gibt es ja dann auch diesen Unterschied zwischen Mann und Frau. Das Frau kann ja dann eigentlich immer, wenn sie weiß, dass sie nur feucht genug sein muss, dann kann sie eine Creme nehmen. Und dann schalten wir jetzt zum Mann. Aber was kann er denn tun? Genau, und es gibt ja das Problem der Impotenz. Und in Deutschland leidet jeder fünfte Mann darunter. Viele Männer sind aus psychischen Gründen oder auch aus nach Prostata-Operationen impotent. Ein Thema, über das nicht viele reden. Bei uns im Nachtcafé begrüßen wir aber jemanden, der das Schweigen brechen möchte. Und deshalb herzlich willkommen, Manfred Reitenspieß. Hallo. Hallo, Herr Reitenspieß. Hallo. Herr Reitenspieß, Sie hatten eine Prostata-Operation. Danach haben Sie erfahren, es geht nicht mehr genauso weiter wie bisher. Zumindest nach einigen Monaten haben Sie gemerkt, es regeneriert in dem Sinne nicht mehr. Wie haben Sie erst mal darauf reagiert? Haben Sie sich erst mal angegriffen gefühlt in Ihrer Männlichkeit oder wie war Ihre Reaktion? Es ist der Vergleich nach der Operation und vor der Operation ist erst mal Frust, weil man vor der Operation Sex mit Penetration haben konnte, ohne Probleme. Und plötzlich geht es nicht mehr. Plötzlich fließt kein Blut mehr in den Penis. Und da muss man, das bringt einen zum Nachdenken. Man möchte, das ist sicher die Voraussetzung. Wenn man es nicht will, hat man vielleicht auch keine Probleme. Aber ich wollte. Und dann war die Frage, was kann ich tun? Und was haben Sie getan? Zunächst mal auch in Abstimmung mit Urologen, sogenannte PDE5-Hämmer, Viagra als bekanntestes Produkt davon, ausprobiert. Es gibt Erektionshilfen wie Vakuumpumpen, die habe ich ausprobiert. Und man hat gemerkt, es tut sich über die Zeit was. Ich habe mich insbesondere auch durch Masturbation befriedigt. Das wird normalerweise empfohlen, einfach use it or lose it, der Satz ist schon gefallen. Das gilt auch für die Muskeln im Penis des Mannes. Mhm.
Und man hat gemerkt, es ergeben sich ganz langsam Fortschritte. Und das nach einem halben Jahr hatte ich aber das Gefühl, eigentlich möchte ich schon viel weiter sein. Bei der Operation wird heute sogenannt nervschonend operiert. Das bedeutet, wenn es geht, bleiben die Nerven, die für die Erektion des Mannes notwendig sind, erhalten. Aber natürlich wird der Nerv gedehnt, der wird strapaziert. Wenn Sie sich irgendwo anhauen und Ihr Nerv ist betroffen, kann das teilweise sehr lange dauern. Sie haben schon, und das ist beim Penis genauso. Sie haben schon einige Punkte angesprochen. Vielleicht könnten Sie dazu auch noch mal Stellung nehmen. Ich glaube, Sie haben auch was dabei, dort hinter Ihnen. Genau. Was gibt es denn für Möglichkeiten in dieser Situation, die Herr Reitenspieß beschreibt? Also den hier können wir doch einmal zeigen. Man kann sich kaum vorstellen, was es ist, aber das ist eine Vakuumpumpe. Und was er ja macht, er macht einen Unterdruck und dadurch fließt mehr Blut in den Penis. Und es macht ja auch was. Die Gefäße werden trainiert und die Muskeln, wie Sie gerade sagen. Generell gibt es verschiedene Methoden. Vakuumpumpe, natürlich die PDE5, immer Penisringe sind sicher notwendig, gehören auch zu jeder Vakuumpumpe dazu. Ja. Skatspritzen sollte man vielleicht erwähnen, wo direkt in den Penis eingespritzt wird, um eine Erektion zu erzeugen. Das alles sind verschiedene Methoden und es hängt letztlich vom Mann ab, mit welcher Methode er gut zurechtkommt. Ich habe die Vakuumpumpe ausprobiert, da war kein Manometer dran, also das würde mich etwas abtönen. Gut. Dort komme ich natürlich zu einer Erektion im Sinn von, es fließt Blut in den Penis, der Penis wächst. Durch den Ring bleibt dann auch das Blut im Penis. Aber es ist gewöhnungsbedürftig. Es kam ja jetzt auch die Frage auf, was turnt an und was turnt ab. Ja, was ist denn mit Ihrer Frau? Wie hat sie das Ganze begleitet? Sie sind auch Jahrzehnte verheiratet. Meine Ehe ist inzwischen 36 Jahre alt oder jung. Für mich war ganz wichtig, dass meine Frau mich in meinen Interessen hier, das waren ja auch meine Interessen, unterstützt hat und mir dabei geholfen hat, über diese schwierige Phase wegzukommen. Über die Zeit hat sich dann tatsächlich, und für mich war es überraschend, es hieß, nach 2 Jahren ist die Nervregenerierung zu Ende. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich nach 3 Jahren in einem Zustand, wo ich heute sagen kann, entweder mit PDE5-Hämmer funktioniert es ganz ohne oder mit Penisringen. Damit komme ich heute zurecht. Aber eine Penetration nur mit Stimulation, das würde nicht mehr funktionieren. Genießt sie es denn so wie vorher? Eigentlich eher mehr. Mehr? Ja, weil, und das, Frau Henning hat es gerade gesagt, diese Fokussierung auf Penetration steckt eigentlich in vielen Köpfen drin. Und ich glaube, nicht nur bei den Männern. Ja, genau. Und ich war gezwungen, mir neue Möglichkeiten zu suchen. Und ich denke, dass ich dadurch mein Sexleben eigentlich eher erweitert hat. Ich habe mehr Spaß dabei. Es ist anders, natürlich. Es kommt auch keine Samenflüssigkeit mehr raus, rein durch die Operation. Insgesamt hat sich es mehr variiert. Deswegen ist für mich ein wichtiger Satz, den ich gerne loswerden möchte. Erektile Dysfunktion, so nennt man also die Unfähigkeit, einen Penis zur Erektion zu bringen ohne Hilfsmittel, ist nicht gleich sexlos zu leben. Genau. Herr Reitenspieß, ich danke Ihnen, dass Sie das Schweigen durchbrochen haben. Ich denke auch im Namen des Maskerfilms. Danke sehr. Warum, Frau Rohndorff, spricht irgendwas dagegen, dass Sie in 20 Jahren noch so einen ausgefüllten Sex haben wie heute? Anders. Eine andere? Sie hatten im Februar ein Paar hier, sie war 101. Richtig. Und ich hatte den Eindruck, dass und da er war 40 Jahre durchaus noch was gelaufen ist. Ja, das ist wahr. Können Sie sich vorstellen, dass irgendwann die Lust nachlässt in 15, 20 Jahren, wann auch immer? Nö, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Müssen Sie sich ja auch gar nicht vorstellen, ne? Ich kann es mir vorstellen. Sie können sich das vorstellen? Ja, weil meine ja schon nachgelassen hat. Ah, ja. Und das hatten Sie ganz am Anfang gesagt. Das ist seltener, aber anders. Und mein Sex ist auch besser, weil ich meinen Körper besser kenne. Mhm. Frau Zangen hat ja gesagt, für Sie ist Sex nicht mehr wichtig, nicht mehr entscheidend. Herr Bruder, würden Sie auch sagen, es gibt ein Leben nach dem Sex?
Die Frage ist, ob es ein Leben vor dem Sex gibt. Das ist viel entscheidender. Also wir sind alle so begeistert, dass hier Tabus gebrochen wurden, dass wir darüber gesprochen haben. Also ich für meinen Teil, ich gehe ab morgen in ein Kloster. Das ist auch eine Entscheidung. Spätestens nach der Besichtigung dieses Folterinstruments, das Sie gebracht haben. Ja, das ist auch nicht gerade meine Lieber unter Mönchen, als mit sowas dem Ende entgegen. Dann können Sie nur nicht so gut provozieren. Im Kloster? Provozieren. Im Kloster? Sie sind ein Provokateur. Da müssen Sie schon rauskommen. Ich bitte Sie, ich gehe in Jesuitenkloster. Ja, wenn Sie rausgeschmissen, dann sind Sie nicht mehr da. Nein, nein, die warten schon auf mich, glauben Sie es. Okay, ja, dann gebe ich jetzt aus. Frau Henning, dann zum Schluss aber noch mal an Sie die Frage. Gibt es denn für Sie irgendeine Fantasie, die Sie noch nicht ausgelebt haben? Ach ja. Ja, also ich will die aber eigentlich auch gleichzeitig nicht ausleben. Aber ich habe so ein bisschen... Ich würde ja doch gerne mit zwei Männern. Ich habe nur das Problem, dass ich ja doch keinen Fremden haben möchte. Polly. Ich kann ja nicht zweimal mit meinem, oder? Polly. Aber ich stelle mir das toll vor. Also zwei Penisse und ja, das so anders ausgewählt sein. Aber das habe ich noch etwas nicht haben, worauf man sich noch freuen kann. Ja, und das mache ich einfach weiter. Und ich fand, das war ein interessantes Schlussstatement unserer Expertin. Ich will keinen anderen. Ja. Ja. Vielen Dank. Hat man nicht eben gesagt. Danke an die Runde für die Offenheit des Falls. Wir freuen uns auf Sie. Danke schön. Danke schön. Gerne mal mit zwei Männern.